Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wundervollen 4. Advent. Ich hoffe, euch geht es gut. So, mal kurz die Kerze noch etwas mehr hereinschieben. Ja, die Kerzen sind an, der Weihnachtsbaum wird heute auch noch aufgebaut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euer Weihnachtsbaum bereits schon steht. Bei mir ist es Tradition, diesen Weihnachtsbaum erst kurz vor Weihnachten aufzustellen. Aber dennoch wird es dann wunderschön werden. Es wird bis zum Neujahr eine wunderschöne, ruhige Zeit für mich und meine Familie, sofern es natürlich möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt auch im Kreise eurer Liebsten feiern. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ich möchte euch hiermit sagen, eine kurze Info vorweg. Ich werde jetzt bald in eine kleine Advents- bzw. Weihnachtspause gehen. Und zwar möchte ich die Zeit wirklich für mich genießen, zur Erholung und zur Regeneration, damit ich im neuen Jahr auf jeden Fall für euch weiter die Karten legen möchte. Also, es wird jetzt noch die Verlosung am 23.12. geben für eine private Legung. Ich werde dann den oder die Gewinnerin kontaktieren. Wahrscheinlich davon auch ein kurzes Video machen, beziehungsweise vielleicht auch auf Instagram Bescheid geben, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall brauche ich etwas Ruhe, brauche ich etwas Zeit zum Entspannen. Und diese Zeit nehme ich mir also knapp 2-3 Wochen. Aber dann geht es wieder fleißig los mit den Kartenlegungen im neuen Jahr. Also, wir schauen jetzt mal auf die nächsten 2-3 Tage. Was darf hier gesagt werden? Okay, eine Entscheidung steht noch an. Mal sehen, in diesem Jahr, was steht denn da noch für eine Entscheidung an? Was darf ich zu dieser Entscheidung wissen? Was steht denn für eine Entscheidung noch in diesem Jahr an? Aha, etwas Öffentliches, etwas, was vielleicht im Außen stattfindet, vielleicht behördliche Angelegenheiten. Was darf ich hier wissen? Eine Botschaft. Was steht hier an? Okay, es könnte tatsächlich auch um eine Reise gehen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob es hier um die Liebe geht. Wir schauen mal, eine Karte noch. Okay, es sind doch noch mehr Karten gefallen. An der unteren Seite die Sonne, das ist wundervoll. Ja, was haben wir hier? Es geht tatsächlich um die Liebe, die gefallen ist. Was haben wir denn hier? Wir haben hier möglicherweise noch eine Blockade. Das könnte auch eine Herausforderung sein. Es steht hier eine Herausforderung an, aber die definitiv gemeistert wird. Ich sehe hier, eine Entscheidung wird gefällt, eine Sehnsucht vielleicht, eine Blockade, die überwunden wird. Man sieht hier das Schiff über dem Berg und auf der Karte vom Schiff, Moment, das möchte ich kurz zeigen, sieht man tatsächlich im Hintergrund ebenfalls einen Berg. Also man kann mit Leichtigkeit über diese Herausforderung herüberfliegen, herüberschweben. Und hier kommt noch etwas überraschend in Bewegung. Es kann hier tatsächlich mit der Liebe im Zusammenhang stehen, ein Treffen, etwas, was im Außen vieles bereinigen kann. Etwas, was Klarheit schafft. Die Klarheit liegt hier im Kartenbild in der Mitte und direkt daneben die Liebe, die Sehnsucht zur Liebe. Es könnte eine Seelenpartnerschaft zueinander finden. Ich spüre hier gerade mit den Schwänen auch diese Seelenpartnerschaft. Ja, hier steht eine Überraschung an. Vielleicht etwas, womit du noch überhaupt nicht rechnest, was du noch überhaupt nicht siehst. Aber hier wird vielleicht tatsächlich, weil du es nicht siehst, von außen eine Entscheidung getroffen. Man wird hier etwas unternehmen. Eine Wunscherfüllung kann tatsächlich möglich sein. Wow, okay, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es geht hier, einen Moment, auch um den Herzmensch. Es geht hier um dein Gegenüber.
Der Mann auf dieser Karte ist jetzt gerade hier dein Gegenüber. Es könntest natürlich auch du selber sein, wenn du männlich bist. Da ich aber die Legung aus der Perspektive einer Frau mache, kann dies dein Gegenüber sein. Somit sehe ich hier, eine Entfernung kann überwunden werden, eine Wunscherfüllung in der Liebe erwartet uns noch in diesem Jahr. Also die Tendenz für jetzt die nächsten Tage sieht wundervoll aus. Hier kommt Kommunikation herein, die Klarheit bringt. Hier kommt es überraschend und plötzlich zu einem Umbruch in der Liebe. Ja, meine Lieben, was soll ich da noch sagen? Das ist eine wundervolle Botschaft und die Blockaden, die Hürden, diese Hindernisse, die gehen hier jetzt raus, weil hier kommt die Selbstliebe, hier kommt eine Überraschung. Hier kommen ebenfalls mit dieser Karte, sind Treffen angezeigt. Treffen, Kommunikation in der Liebe. Was kommt jetzt innerhalb der nächsten paar Tage? Wow, wunscherfüllende Energie, Zweisamkeit. Es kann aber tatsächlich auch die Selbstliebe sein. Du findest immer mehr den Weg zu dir selber und du kannst nach außen strahlen. Ja, die Sonne und der Stern, das zeigt mir hier eindeutig klare Wunscherfüllung. Vielleicht hast du tatsächlich deine Wünsche jetzt die letzte Zeit immer wieder manifestiert und es kann nun zur Wunscherfüllung kommen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch mit diesem Video eine wundervolle Weihnachtszeit. Ich wünsche euch, falls wir uns vorher nicht mehr hören, einen wundervollen und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich sehe hier, es kann in diesem Jahr tatsächlich noch einige Entscheidungen anstehen in der Liebe. Und da ist gerade eine Kerze ausgegangen, das seht ihr gerade nicht, aber die grüne Kerze in dem grünen Glas ist gerade ausgegangen, als ich gesagt habe, es steht noch eine Entscheidung in der Liebe in diesem Jahr an. Es kann tatsächlich zu einem Treffen, zu Überraschungen kommen. Ich wünsche euch vom Herzen alles Gute. Schaut gerne auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort schaffe ich es wahrscheinlich noch mehr Tagesbotschaften für dieses Jahr zu machen. Aber sonst, wie bereits gesagt, hören wir uns bald wieder. Ich wünsche euch eine wundervolle kommende Zeit.